Heidelbeeren, der Laternenhengst, begrüßt euch mit, ich habe einen schwebenden Bogen am Rücken, der Magnetbogen, bei Let's Play Dragon's Dogma. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen, auch wenn das jetzt quasi erst einen Tag später erst, ja, wahrscheinlich veröffentlicht wird. Ich bin ziemlich krass im Arsch, bin halt nichts mehr gewöhnt, vor allem die Sauferei nicht. Deswegen, ja, bin ich wahrscheinlich heute irgendwie ein bisschen, hänge ich so ein bisschen daneben, halt vielleicht auch sprechweiserisch. Aber das ist ja für euch nicht wirklich was anderes. Ja, in der letzten Episode, Shame on Me, gab es keinen Spielesound. Das war wahrscheinlich vor allem, ui, was ist denn das für ein Muskelmann da hinten? Nein, das ist kein Spiegel, leider. habe ich ja versehentlich den Ton nicht mit aufgenommen und es ist mir nicht aufgefallen, weil mein Kommentar meistens in meinem, ja, wie soll ich sagen, meinem Nachbearbeitungskrams eh ein bisschen lauter ist und ja, da höre ich halt nicht mehr hier so genau hin, aber ja, es tut mir wie gesagt leid. Ich hätte ich es machen können, hätte ich einen vorherigen Spielstand geladen und den ganzen Schmodder nochmal gemacht. Aber das kann ich ja hier nicht. Weil das Spiel zu gewissen Punkten immer selber speichert. Auch wenn es nicht in Anführungszeichen so schlimm ist, weil schlimm ist es ja nicht. Wie in Dark Souls, da soll es ja auch so sein, weil man ja auf seine Entscheidungen und so weiter bauen soll. Nur, ja, ich sag mal so, das Doofe hier bei diesem Spiel ist halt, es ist mechanisch ja doch ein bisschen anders als die Souls Games und da braucht man das jetzt nicht unbedingt. Zumindest wäre es schön, wenn man noch nie die Möglichkeit hätte, noch andere Spielstände anzulegen, so Safety-Spielstände, was ich ja meistens mache. Und hier geht's aber nicht, weil Dragon's Dogma hat nur einen Spielstand, was in der Form doof ist. Ich bin geworden ein magischer Bogenschütze auf, ja, Bogenstufe Schütze 1, sag ich jetzt mal. Und ein bisschen beim Rumlaufen habe ich gesehen, dass die gute Frau hier, ich glaube, das ist doch die einzige Nebenaufgabe, die ich so noch gefunden habe, bevor wir dann irgendwie dem Drachen vielleicht Paroli bieten, dass ich das hier noch probiere zu machen. Thanks, the Maker, you yet live. I have not the words to apologize for your suffering. The Duke was furious at the news of our actions, as I'm sure you might imagine. Na, wie hat das denn? In his rage, he banished my Lady Eleanor to the lonely northern manse. Now she fears her husband will have her killed. Her very life is in jeopardy, Arisen. Warum erst einsperren und dann töten? Na gut, das machen die USA auch nicht anders. We must take our next move before his. We plan to flee and seek refuge in our native Meloir. Please, Arisen, make for the manse and find the Duchess, else she find an assassin's blade. Rescue her. I have a set of soldiers' equipment I stole away for you. Wear it to enter the manse without attracting the attentions of the guard. Please, Arisen, I beg of you, make for the northern manse with all speed. Yay! Sehe ich denn nicht schon aus wie ein schmucker Soldat oder sowas? Das ist die Frage, eine Herzogin in Not. Wobei, da gehe ich direkt mal auf die Karte und schaue mal an, wo das jetzt genauso. Die Manse im Norden. Der hat sie aber ganz schön weit weggepackt. Aber gut, ich kann mich vom Hünenhügel aus dorthin begeben. Ja, okay. Und, sollte vielleicht vorher noch meine Ausrüstung überprüfen, damit man keinen Verdacht schöpft. Warum trage ich eigentlich nicht den tollen Greifenmantel, sondern diesen doofen Rittermantel? Na, der hatte wahrscheinlich irgendwas. Moment, das ist jetzt hier leichtes Gewand? Animistisches Gewand? Königliche Wachenrüstung. Achso, ne, zur Aufrüstung. Ja, stimmt, da war was. Kann jede Klasse das Zeug tragen? Interessant. Das ist eine sehr protektive Rüstung. Da könnte ich mich dran gewöhnen, sowas zu haben. Was ist das denn hier? Löwenrücken. Für die Arme und wenn ich was auf die Arme anziehe. Achso, das ist so eine Ganzkörperkondomrüstung. Ah, verstehe. Da hat man auch nur dieses eine Teil. Okay, ja, ihr seht, ich habe ein paar Waffen und so weiter auch gekauft. Und dann nutze ich die Gelegenheit mal, um zu gucken. Ah, okay, da ist die Quest angenommen. Dann nutze ich die Gelegenheit jetzt gerade mal, um noch meine Ausrüstung, die ich jetzt nicht brauche, wieder wegzulegen, damit ich vielleicht nicht die ganze Zeit total überladen bin. Und dann sehen wir uns vor der Manse wieder. Bis dann und ciao. So, da bin ich auch.
Auf dem Weg hierher habe ich den Eindruck gehabt, dass das, was so an normalen Gegnern in der Welt rumkeucht und fleucht, irgendwie seit der letzten Story-Mission doch mal deutlich härter geworden ist. Also die Schattenwölfe und irgendwie die haben Banditen, die mit dicken, fetten Zweihändern jetzt rumlaufen. Oder ich habe einfach nur Pech gehabt. Ansonsten hoffe ich schlicht und ergreifend, dass die Leute hier tatsächlich auch so kleine Wachen, wie ich es einer bin, in ihren Reihen aufweisen. Und von der Bewaffnung her bin ich ja so... ja, gar nicht viel anders als ihr ausgerüstet. Schildhuste. What's this? A new recruit, is it? Ja. My shift hardly started a moment ago. But as you're here, I'll not speak ill of good fortune. Dann darf ich durch? Dankeschön. Meine Pawns, das sind übrigens meine Eltern. Ich hab 3 Stück. Gleichzeitig. Die heruntergekommene Mann... So, okay, ich bin hier ohne Porn. Ich weiß nicht genau, wie genau ist dieses Spiel mit, Schleichen oder mit Rollenspiel. Nehmt Rollenspiel in dem Sinne, ich spiele jetzt eine Wache. Und Wachen sollten natürlich nicht irgendwelche Kisten kaputt hauen, wenn sie hier einmal da sind, gell? Von daher werde ich einfach mal langsam laufen, um nicht so viel Aufmerksamkeit zu erregen. Ansonsten... habe ich das Gefühl, also der magische Bogenschütze ist, glaube ich, von dem, was ich bis jetzt so gespielt habe, doch nochmal irgendwie ein bisschen was anderes, weil er irgendwie Magiepfeile verschießt, also keine normalen Pfeile, sondern irgendwie magische Lichtprojektile und die Spezialtechnik, die ich bis jetzt habe, ich bin ja erst auf Stufe 1, beziehungsweise bin Stufe 2 geworden des magischen Bogenschützens, auf dem Weg hierher, glücklicherweise, das macht nicht viel Schaden. Da ist kein Gold, da liegt kein Gold, da ist nix, nein. Lalalala. Ja, es ist nur mein Sold, der hier rumliegt. Ich habe übrigens ansonsten noch relativ viel, wie soll ich es beschreiben? Ich habe noch relativ viel, Ausrüstungsgewicht mit mir. Also von daher, da ich jetzt gerade alleine bin, macht mir das so ein bisschen Sorgen, dass ich gutes Zeug, wenn ich hier was finden sollte, dass ich es irgendwie nicht wirklich mitkriege. Also sonst würde ich mal sagen, gut, die Gefängnisse werden wahrscheinlich eher im unteren Bereich sein, wo die gute Dame vielleicht gefangen gehalten wird. Aber auf der anderen Seite ist sie eine adelsblaublütige Schönheit. Und solche Leute werden doch manchmal auch einfach nur in den höchsten Turm geworfen. Rapunzel, Rapunzel, leuchte mir mit deiner Funzel. Achso, das ist tatsächlich Licht, was hier irgendwie reinscheint. Aber ich bin, ich bin richtig, glaube ich. Cool, ich bin der Rekrut und die vertrauen mir direkt hier die Wege in in den Empfangsraum an. Oh. Kenn ich dich? You've truly come for me. Warum habe ich meinen Helm nicht mehr an? Mein Sohn. Die machen doch jetzt nicht etwa wirklich Liebe. Hey, ich bin hier, um dich zu befreien, aber vorher muss ich was loswerden, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Sorry, es kommt mir so ein bisschen fehl am Platz vor. Oh, komm, Schatz, hab hier einiges auf mich genommen, um hier reinzukommen. Lass uns erstmal eine Nacht pennen, dann kommen wir hier auch leichter wieder raus. Und in der Zwischenzeit werden die mit Sicherheit nicht mal nachfragen, wer denn der neue Rekrut ist, der hier mal angefangen hat. Naja, dafür hat er also den Helm ausgezogen. Okay, dann ist das natürlich die Frage, wie kommen wir hier möglichst unbemerkt... Ja. Ich werd's probieren. Ja, was ist mit der? Ich werd sie überreden. Du kannst... Ey, die wissen schon Bescheid. Oder was?
Warum ist der da oben ge... Bevor ich jemanden haue, renne ich erstmal die Treppe ganz nach oben. Ha! Und jetzt, oh Gott, er hat einen meiner Kameraden ganz schnell niedergemacht. Königliches Band. Sachte? Wo bist du? Ach, da bist du. Ah, dir ist nichts passiert. Gut. Naja, wenn die Wachen hier nichts drauf haben, könnte ich doch glatt mal überlegen. Einfach, Moment, kann ich das Banner mit... Wozu auch immer man das... Wozu auch immer die hier drin Banner tragen. Oder gibt es hier irgendwie so Erasmus-Vorhaben und die haben auch Austauschwachen aus anderen Ländern, von anderen Königinnen und sowas. Bist du noch hinter mir? Du bist noch hinter mir. Gut. Ja, aber was gerade irgendwie nicht so ganz passt, finde ich, ist einfach... Hey, wir laufen hier... Das. Hier, bam. Das macht nicht viel Schaden. Zumindest... Lasst meine Frau in Ruhe! Na gut, vielleicht ist sie auch unverwundbar. Ich komme, Schatz. Oh, das ist Rapperin. Jetzt kannst du plötzlich weglaufen. Oh, meine Messer schnellen durch die Lüfte und überwinden alle möglichen der Klüfte. Sie hat deutlich mehr Lebenspunkte als ich, glaube ich. Möchtest du die Erweckte werden? Ich gebe dir einfach alles, was ich habe. Okay, wir müssen also hier anderweitig durch. Ich hoffe, ich habe genug Heilzeugs dabei. Ich habe ja jetzt keine Heilerlies. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Sammeln wir mal. Rostige Dolche. Braucht keine Sa... Toll, dieser Apfel war zu viel des Guten. So, dann werde ich mal ein bisschen was... Wo habe ich denn meine Äpfel hier? Das wird doch irgendwo hier was sein. Na komm, Bärenfrucht benutzen wir mal. Die Äpfel machen uns wieder voll. Ha, voll des Lebens. Was haben wir hier? Balsam-Rauchwerk. Und Augen... Augen klar. Kann ich nicht... Das ist auch wirklich doof jetzt gerade mit... Kann ich dich hier einfach, wegwerfen? Moment. Ja, okay, dann kann ich wieder was nehmen. Aber, oh gut, ich sollte mir vielleicht jetzt nicht wirklich jedes Teil oder sowas, ja, an den Leib heften, was hier irgendwie mitzunehmen, als mitzunehmen gedacht ist. Das wird sonst nichts. Okay. Warum sollen wir nicht durch die Haupttore? Ich meine, da sind jetzt irgendwie noch zwei Leute und die... Da stehen meine Pawns und die helfen uns bestimmt. Ich zwinker einfach nur mal mit den Augen und... Hilfe! Der Batman! Auch noch hier saftige Flüsse mit voller Kacke wahrscheinlich. Das ist Abfluss hier. Bestimmt! Wo kommt ihr auch plötzlich her? Nicht, dass ihr gefährlich werdet. Aber Frauen haben doch Angst vor Fledermäusen manchmal. Kann ich dich rüberwerfen? Oder so. So, das sage ich meinem Chef morgen auch wieder. Oh, ich kann mich unmöglich alleine auf diesen Stuhl setzen. Tragt mich. Shit. Muss hier mal kurz was wegmachen. Wie kriege ich dich hier hoch? Kann ich dich da hochwerfen? Ups. Nein, ich will die Morchel nicht wegtragen. Was auch immer ich jetzt da gerade getragen habe. So. Gut. Man kommt wieder raus. Okay, ich bin nicht am Arsch. Ich bin vielleicht ein Arsch, so wie ich sie behandelt habe. Yassa! Und nochmal jetzt aber. Yassa! Yeah! Den Rest schaffst du selber, oder? Oder? Darf sie... Kann sie auch keine Leitern hochtragen? Oder, nein. Doch? Du kannst die Treppe selber hochgehen. Das schaffst du.
Ja, sag ich doch. Sonst wäre sie ja niemals runtergekommen, ohne dass ich sie trage. Oh. Ja. Ich überlege jetzt gerade, man kann nicht speichern. Okay, ich kann speichern. Nicht für den Fall, dass hier jetzt irgendwelche Unfälle passieren. Juhu! Alles gut, alles gut. Nur meine Füße werden nass. Mann, ist das ein Spaß. Es tut mir leid, aber wenn hier irgendwelche Emanzen oder irgendwelche Frauenbewegungsteilnehmerinnen die Krätze kriegen, so wie die Dame hier dargestellt wird, kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Ja, aber egal. Gucken wir erstmal. Ah, eine fette Truhe. Das Einsiedlergewand. Gut. Ich hoffe, ich kann noch mit der guten Frau ein bisschen durch die Gegend springen. Sauberer Lappen, genau. Damit wir sie jetzt schön abtrocknen können. Egal, Fräulein, komme mit. Oh, da drüben sind welche. Yeah. Ihr seid zur falschen Zeit am falschen Ort. Mit meinem tollen Bogen kill ich euch fort. Oh. Yeah. Nein, lasst sie. Wie sieht man zuerst auf die Damen losgehen? Also der Assassine, der sich um sie hätte kümmern sollen, der wäre, glaube ich, hätte, glaube ich, so eine halbe Nacht gebraucht mit seinem Dolch. Diese Verzweiflung. Nein! Komm, komm schnell! Komm schnell! Frau, komm schnell! Komm schneller, Frau! Ja! Komm her! Komm her! Kommen von hinten. Ich schieß von vorn. Ich habe ein richtiges Erweckten-Horn. Ja, keine Ahnung, ob die noch gefährlich werden, aber zumindest wurden sie ganz schön runterskaliert, so von der Stärke her, im Vergleich zu dem, was sonst so rumlief, draußen. Oh, ist der, und Geld ist da auch noch. Korsett einer Adligen. Das brauche ich. Das brauche ich 100 pro. Was kann ich... Ja, wegwerfen, jo, und wegwerfen, jo, und ja, Winterkraut, weg, ole, ole. So, das Korsett gehört mir. Und es ist gar nicht mal so schwer. Die Frage ist, müsste ich eine Frau sein, um es anziehen zu dürfen? Aber, na, egal. Zur Not kann ich es verkaufen. Das ist bestimmt ein bisschen mehr wert als irgend so ein paar Knochen, die da so rumgelegen haben. So, ich werde mich jetzt vorsichtig durch die Gegend wartern. Was ist man denn hier noch? Sauberer Lappen. Braucht kein Schwein. Oh, eine leere Flasche. Die ist wahnsinnig schwer. Kriege ich dich da rüber? So, nehmen wir nicht mal. Wupp. Und jetzt. Sehr, sehr gut. Und nochmal. Oh, ich konnte da gar nicht runterfallen. Habt ihr das gesehen? Und ich habe... Oh, ich habe eben... Oh, shit. Ich habe eben das Geld nicht mitgenommen. Ja, wenn du da nur rumstehst. Oi. Der war aber auch wieder ganz schön was wert an Erfahrungspunkten. Ich glaube, ich gucke gerade mal, bis zum nächsten Level dürfte... Ja, 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 das ist aber... Ich glaube, hier in diesem Dungeon bei den Erfahrungspunktwerten noch nicht Balsam braucht. Na, na. Ist vielleicht super toller Heilgegenstand oder sowas, aber na, na, na. I am relieved to see you again. Oh, oh meine Leute! Leute, danke schön, dass ihr da seid! Wuhu! Ihr seid verlässlich. Wie auch immer ihr es mitgekriegt habt, dass ich hier war. Ein Kunststein. Moment, wenn das bedeutet... Haha! Ich kann Gegenstände übertragen. Yay! Übergeben an dich. Alle. Ja. Ausrüstung. Ich möchte meine Ausrüstung irgendwie nicht weghauen. Korsett einer Adligen. Okay, ich kann es, glaube ich, wirklich nicht tragen. So wirklich. Habe ich... Okay, ich habe immer noch meine Hauptmann-Ausrüstung hier an. Okay, wunderbar. Dann darf ich sie vielleicht behalten. So, die große Nuss nehme ich mit. Und den Halbrunnen auch. Oh Gott! Mint! Nein! Meine Mint nicht! Falsch? So. Leute, wir sind hier in unmittelbarer Danger. Ihr dürft mich... gerne ein bisschen unterstützen, und da ich Dolche trage, kann ich... Boah! Fliegen! Habt ihr das gesehen, wie ich fliegen kann? Shit. So. Und du?
Oh, da steht einer vor mir, Sauerei. Ich will aber erstmal. Oh, sterb! Nein, 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 weiter die Ärsche, die uns aus der Distanz angreifen, niederstrecken. Wie komme ich jetzt zu... Das ist, ja, eine ganz gute Armada hier von Flakgeschützgegnern. Hier auf den Sack gehen. Oh! Gut, dass du zu mir kommst. Mal sehen, kann ich... Seht ihr, wie viel Schaden das... Oh, das macht doch noch ein bisschen Schaden. Yay! So. Und jetzt bist du dran. Ey, okay, vielleicht waren die Gegner, die ich sonst bekämpft habe, einfach unempfänglich gegenüber Arkanschaden oder was das auch immer hier ist. Okay. Alles gut bei euch. Muss da gerade jemand mal aufkratzen. So. Ich bin für euch da. Wann immer ihr mich braucht. Naja, viel Erfahrung. Die Frau Angebetete ist auch da. Und die kann auch geheilt werden. Sehr, sehr gut. Ist die Frage, schaffen wir es jetzt hier rüber raus? Aus dem Dungeon? Nein, das sieht... Nein. Nein, nein, das ist wirklich kein normaler Durchgang, wa? Okay. Dann, Leute, ihr steht mir hier gerade mal ein bisschen im Weg. Ein bisschen. Und das Tolle ist, jetzt kann meine Angebetete auch noch selber hier durch die Scheiße laufen. Das ist toll. Toll, sie hat mich ausgenutzt. Jetzt weiß ich auch, warum der gute Wilbur sie loswerden möchte. Ja. Moment, das ist jetzt hier ein neues Rätsel, wa? Die ist so kalt. Oh. Oh, okay. Oh, eine Schatztruhe. Das ist gut. Vielleicht ist da warme Kleidung drin. Hier, bitteschön, nicht verkühlen. Jungfernunterrock. Also hier gibt es die ganze Frauenklamotte zu finden für gute Frauencharaktere. Oder weibliche Charaktere. Was ein bisschen schade ist. Wobei die Frage ist, sind die Dinger jetzt fest hier verankert oder sind das Random Loots aus diesen Schatztruhen, wie mir gesagt ward? Und Viech54 hat mir auch geschrieben, dass es doch irgendwie ein bisschen mehr dahinter steckt, wie man seine Gruppe aus Pawns zusammenstellt, weil irgendwie es da ganz schön viele Interdependenzen gibt. Hier habe ich schon mal probiert durchzukommen, ne? Es tut mir leid, es sieht aus, das könnte man durch. Wodurch? Bist du in der Lage, diese Leiter hier hoch zu klettern, Fräulein? Schafft sie das? Klettert sie gerade oder tut sie nur so? Ah, sie schafft es. Gut. Dann ist wohl der Sinn der Sache. Moment, da muss ich sie hier wahrscheinlich rüberspringen lassen. Also, ich selber springe. Und... Ja, ups, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Aber in welchen Spielen springt man mit den Schultertasten? Das wäre ja total deppert. So. Boah. So, das musst du selber. Guck, guck, guck. Ich mach dir vor und du machst nach. Oh, da ist eine Truhe. Will ich's probieren? Ich speichere hier kurz mal. Wenn ich runterfalle, kann ich wieder laden. Ich hoffe, dass die mir alle dann nicht nachkommen. Aber diese Truhe, ja, das erweckt meine... Ja! Ah! Gott, Parkour-Weltmeister. Ein Silberbill. Okay, dann haben wir das hoch. Pum! Gut. Ihr dürft wieder zurückkommen, Freunde. Ihr dürft wieder zurückkommen. Ich habe es geschafft. Solange der Scheiß hier jetzt nicht zusammenbricht und uns hier irgendwelche Trümmer erwischen, sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Was wir hier... Ja. Ach, stimmt. Ich könnte da mal nachgucken, wo der rote Kringel genau ist. Sachte. Okay. Ganz langsam. Vielleicht... Too many was? Was? Too many Schätze, oder? Oh. Rote Schenkelklopfer, Klabaster. Yeah, alles schön eingequetscht in die Ecken. Ja, stirb. Oh yeah. Oh, ich kann neue Skills kaufen, wenn ich hier raus bin. Boah, das kann ich sowas von. Oh, Geld. Gott, wirklich too many treasure. Fein.
Ja, ich habe halt auch ein bisschen Ausrüstung gekauft. Damit ich jetzt nicht mit dem letzten Ranz hier rumlaufe als, als Bogenschütze, als magischer Bogenschütze. Was ist denn hier so? Oh! Ein interessantes Materialium, würde ich sagen. So, ob das nicht viel wiegt. Erstmal weg damit. Neu. Achso, das ist der Unterrock. Aus einem Unterrock-Automaten. Thank you, thank you. So. Haben die mir jetzt gerade das Zeug hier weggenommen? Da sollte man immer so ein bisschen aufpassen, ne? Wenn einem dann selber die Pawns wegsterben, dass die nicht mit den coolen Zeugs wegsterben, was die sich selber irgendwie hier versucht haben, unter den Nagel zu reißen. So, das sieht aus, als würde es nach draußen führen. Aber ein bisschen Kohle kann nicht schaden, die noch mitzunehmen und die Säfte zum Heilen. Oh, und noch eine Schatztruhe. Was machst du? Achso, okay. Ein Magier-Talisman. Was hier drin? Spürt dein Spinnensinn etwas, was da was drin ist? Ist das hier? Gabe der Kraft? Okay. Mehr Kraft ist immer gut. Wo ist meine Lady? Da ist sie. So, komm mal mit, Fräulein. Dürfen jetzt hier wieder über eine tolle Brücke laufen. Und hier runterzufallen sieht nicht so erbaulich aus. Das wollen wir vermeiden. Auch wenn es einen tiefschwarzen Ring hier gegeben hat. Okay. Kann man, Moment, also runter kann man. Wird man da können? Frage ist, sehe ich von hier oben irgendwas? Eine Truhe sieht der Burnt. Okay. Diese Truhe wird er... Stimmt, man muss Knöpfe in diesem Spiel benutzen, um Leitern zu benutzen. Ich weiß nicht, wie ich auf andere Dinge hier komme. Moment, hier. Gut getarnt, diese Truhe. Ein bisschen Seide. Aber sonst nichts von Belang. Also, du hättest... Hör auf das, was dein Mann dir sagt, Frau. Bleib oben. Alles gut. Wollte nur Loot mitnehmen. Wir kommen wahrscheinlich nämlich nie wieder hierher. Und die Frage ist, ob uns dieser... der Herzog... nach all dem... ein Pfaffentrunk. Ob uns der Herzog nach all dem, was passiert ist, irgendwie noch einen Zentimeter über den Weg traut. Also ich würde es nicht. So respektlos, wie ich ihn auch behandelt habe. Oder seine Leute. Ja, grab die imperiale Säure aus. Düm, düm, tarum, tum, Säure. Düm, düm, tarum, tum, Säure. Säure, mach dein Gesicht schnell kaputt. Säure. Gibst du Wasser in die Säure, dann geschieht das Ungeheure. Aber es ist anscheinend so, dass wir es geschafft haben. Ich frage mich, wie meine Kollegen es geschafft haben, da überhaupt reinzukommen, wenn sie nicht durch den Haupteingang gelaufen sind. Ich kann alles ganz genau sehen. Well eager to be quit of this place. Let's be done with dragons and that awful duke. That one deserves to be eaten up. I'll shed no tears when that beast leaves this land in ash. I fear this is farewell, dear champion. I'll never forget you. Right, m'lady. Let's be off. Quickly now. I swear it, my love. I'll never forget. I feel more familiar with this. Hallelujah! What to do in this quest? Aber vielleicht kann ich ja, wenn das alles hier gegessen ist, in ihr Land einkehren. Die Frage ist jetzt, wo sind wir auf der Karte? Okay, ein Stückchen weiter hier nördlich. Geht's, wie weit geht's denn hier jetzt eigentlich noch nördlich? Oder ist das hier der... Hi! Äußerste... Oh, ist das ein Säbelzahntiger? Achso, nein, es ist nur eine Chimäre. Quasi. Altbekannt und schon ein paar Mal vertrimmt. Habe ich jetzt keine... fantastischen, schadensverursachenden Skills, weil ich noch am Anfang meiner Ausbildung als magischer Bogenschütze bin. Aber das kriegen wir schon hin.
Danke, dass du mir den Baum zeigst. Ich liebe den Baum. Ah, unter diesem Baum habe ich den Abschied genommen. Das ist nur die Frage, nehmen wir auch jetzt langsam mal Abschied von dieser coolen Ziege? Ich meine, das ist ein bisschen War's das schon? Es zittert noch. Also lebt es noch. What the fuck? Was war das für ein krasser, plötzlicher Schadensschub, der da durch seine Fleisch und Knochen gewandert ist? Holy. Moment, Karte. Genau. Ich wollte noch gucken, ob es hier noch irgendwo... Aber es scheint mir der mehr oder weniger nördlichste Zipfel der Spielwelt hier zu sein. Oh Gott, meine Ausdauer. Jetzt gerade nochmal. Nee, man sieht zwar irgendwie noch was, aber... Also zumindest hier auf der Minimap ist da noch irgendwie so ein Zipfel. Aber ich bezweifle, dass man da hin kann. Okay, wir haben die gute Frau von ihrer Gefangenschaft befreit. Und wir hoffen, dass sie sich nun in guten Händen befindet, um ihr Ziel, ihre Heimat wieder zu erreichen. Und ja, dann werde ich mich nochmal in Cassadis ein bisschen umgucken, ob ich da noch irgendeine Nebenaufgabe finde. Das habe ich nämlich noch nicht getan. Und wenn dem nicht so sein sollte, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Hünenhügel weiter, weil da sollten, könnten, hätten wir ja mit dem, wie heißt es, dem Drachengeschmiedeten oder wie das Ding heißt, Stahlgeschmiedeten, dem Geschmiedeten auf jeden Fall, noch irgendwie über den Drachen reden können. Und ja, dann scheint es so zu sein, dass wir uns langsam auf Drachenjagd begeben dürfen. Deswegen sagt... Oh, großer Geldbeutel. Und? Ein riesiger Geldbeutel. Und nur... Explosion? Warum? Ihr müsst aber auch alles kaputt machen, ihr. Okay, ich kann nicht mehr viel mehr mittragen. Dann bis zum nächsten... Wessen Idee war das? Bis zum nächsten Mal. Ciao.